Hallo und guten Tag, liebe Facebook-Freunde. Heute schreiben wir den 13.11.2011 und es gibt einen Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. Ich, Kalle aus Kölle und meine Kombo, die gleich diese Treppe runterkommen wird. Jawohl. Treue Fans von Kalle, heute in großer Arbeit für einen Geburtstag des größten Fans, und zwar von Harald. Für Harald haben wir auch ein kleines Gedicht vorbereitet. Wir werden ihm ein Ständchen singen, der Harald wird weinen vor Glück, jawohl, weil er kann es kaum fassen. Er wird ist 45 Jahre alt, 45, so alt will man erstmal werden. Er kann sich nicht mehr so toll bewegen wie mit 20, das erwartet auch niemand von ihm. Er hat ja eine Ehefrau, die quasi die ganze Arbeit ihm wegnimmt, wo er sich nicht so bewegen muss. Richtig. Das Einzige, was er machen muss, er muss immer bei Kalle, bei Facebook klicken. Das gefällt mir. Mehr will ich gar nicht. Und gleich werden wir durch diese Tür gehen. Diese Tür, genau. Das ist die Tür ins Glück. Warum? Weil Kalle gleich drin ist. Genau. So, und nun bitte ich mal unsere Kombo nach unten. Bitteschön. Aufnahme hier. Toll. Ich finde das klasse. Jetzt gehen wir durch diese Tür. Wollen wir rein? Schön. Bitte aufstellen. Hallo und herzlich willkommen live im Hof Geismar. Es ist eine große Ehre, eine wundergroße Ehre, diesem Geburtstagskind heute eine Überraschung zu machen. Heute für ihn, für unseren Harald, 45, nicht mehr so knackig, das werden wir ändern. Für ihn ist heute die Kombo da, wir werden ihm ein Ständchen singen. Wenn ich kann. So, meine lieben Freunde, Musik! 1, 2, 3. Alles Gute! Nochmal, können wir das rausschneiden? Geht das? Gut. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Harald! Happy Birthday to you! So, Harald, ein großer Fan hat mich gebeten, ein Gedicht vorzubringen. Ich will ihn. Es ist aus dem Leben von Harald. Wir fangen an. Das Leiden im Alter. Etwas grau, aber noch nicht kalt. Doch die Jugend war einmal. Und was nutzt das jetzt? Das Gewimmer. Lieber Freund, es kommt noch schon. Haare wachsen aus den Ohren. Der Geruchssinn geht verloren. Dabei hast du noch zu kämpfen, um den Nasensatz zu dämpfen, der sich an der Spitze sammelt und als Tropfen runterwammelt. Flach und trüb wirkt die Pupille durch die scharf geschliffene Brille. Du bekommst Parodontose, deine Zähne werden lose. Schmerzhaft wie sie einst gekommen, werden sie dir rausgenommen. Schweigen wir von Nierenschmerzen, von dem starken Klopf am Herzen, von dem Magen diesem Hund, keinesfalls ist er gesund. Unten wird die Bauchwand fettig, der Urin wird zuckerhaltig, der Popo einst straff und rund, leidet stark an Muskelschwund. Wenn dir mal ein Wind entfleucht, wird dir gleich die Hose feucht. Und des Darmes voller Falten können kaum den Stuhlgang halten. Oftmals stören deinen Frieden Waldus große Hämorrhoiden. Und die sogenannte gute, vielgepriesene Wünschelrute hängt als leicht gekrümmter Schlauch unterm wohlgenährten Bauch. Nur zum Pinken lediglich dient der Schnippeldillerich. Und er ist an dieser Stelle wahrlich keine Freudenquelle. Und deine holde Weiblichkeit wittert dies und weiß Bescheid. Schonungslos kommt sie zum Schluss. Er ist sittsam, weil er's muss. Doch trotz allem, lieber Knabe, bring ich dir als nette Gabe Wünsche für das nächste Jahr. Dein Urin sei wieder klar. Alle Glieder sollen sich straffen. Du sollst klettern wie Affen. Kurz, du sollst zum Playboy werden. Viele Jahre hier auf Erden. Dankeschön! Ja.
Ja. Okay, so. Okay. Und das habe ich gegeben, das ist auch das chinesische Pferd. Das ist gut. Bitteschön. Ich verabschiede mich, ich habe noch ein Konzert. Macht's gut. Tschüss.